3 Monate unterwegs. 3 Monate ständiger Prüfungen. Aber nach Yamantau sind wir für alles gewappnet, was das Schicksal uns entgegenwerfen kann. Nur wenige Kilometer trennen uns von der Kommunikationszentrale Caspian 1. Wird es auf den Karten auch nur einen Fleck Erde geben, der frei von Strahlung ist und an dem wir uns in Frieden ansiedeln können? Ich weiß es nicht. Aber was bleibt uns noch außer Hoffnung? Die Wüste fordert ihren Tribut, die Mannschaft leidet unter Hitze und Durst und die Aurora ist nicht in Topform. Die Kohle ist aufgebraucht, wir müssen jetzt den verfügbaren Brennstoff nutzen, alte Bahnschwellen und Zweige. Ja, und damit Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Metro Exodus. Christ, kann deine Mutter Dreisine den Zug ziehen? Vielleicht, aber nur langsam und nicht allzu lange. Der Motor ist zu schwach für das Gewicht und wir haben nicht mehr viel Diesel. Tja, wenn wir genug Diesel hätten, bräuchte die Aurora keine Hilfe. Naja, ist ja wieder klar, worauf das hinausläuft. Ja, in der letzten Aufnahmesession. Kohle ausgelegt, aber sie hat auch eine Hitzeverkleidung und Einspritzdüsen für Flüssigtreibstoff. Ah, wisst ihr Bescheid, ist alles Hightech hier. Warum hast du das nicht schon? Sind wir halt hier reingefahren und da kam uns halt ein Auto entgegen, was sein, das Dorf geballert ist. Ja. Ich hatte gehofft, dass das nochmal wiederholt wird jetzt, aber anscheinend nicht. Gut, wir sind jetzt auf jeden Fall im Wüstengebiet. Sie haben nie gefragt. Ja, ist doch alles gut, Junge. Funktioniert das Einspritzsystem noch? Das müsste ich überprüfen. Dann mach das zusammen mit Crest. Ja, na klar. Das erledigen wir in 0, nichts, kein Problem. Aber davon haben gönnt wir euch. So, wir wollten ja auf jeden Fall diesen alten... Warum komme ich hier nicht zur Werkbank? Boah, das Laufen hört sich immer noch scheiße an. Wie sieht das Gebäude aus, Idiot? Offenbar gab es hier früher einen Ticketschalter und Schließfächer. Oh, tja. Müsste mal aufgeräumt werden. Hallo. Mach Platz, Alter. Aus? Dann sieh mal hier. Das hier habe ich gerade fertig bekommen. Hab ein paar TH-Patronen ausgehöhlt und mit Sprengstoff gefüllt. Ganz schön explosive Munition. Ach, das kannst du auch selber machen. Es ist ganz einfach. Alles gut. Wir müssen auf jeden Fall den alten Lootfinder abstellen hier. Das Rumgepiepe geht mir tierisch auf den Sack. Metalldetektor. Was haben wir hier? Denk dran, deine Waffen regelmäßig zu reinigen. Wegen dem vielen Sand. Ja, machen wir mal den Kompass auf halt. Gut, dann gehen wir nämlich mal einmal kurz die Ausrüstung durch. Das sieht alles gut aus. Gerade Pistolen, jetzt habe ich natürlich nur dieses Kackding hier. Ja gut, das ist unser... Wo wir jetzt endlich ein Zielfernrohr für haben, sauber. Was haben wir hier noch? Roter Laser. Infrarotlaser. Wir machen mal den Infrarotlaser drauf. Magazin haben wir, das haben wir. Sauber ist er auch. Juti. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier alles gefunden haben. Standardlauf, Windungsbremse, bietet aber auch nicht zielgenau, ohne dabei zu schwerfällig zu sein. Mehr Schaden, mehr Genauigkeit, ein bisschen weniger Stabilität. Der gibt mir. Och, guck mal, macht aber eine Ecke weniger Schaden. Wir testen mal ihn aus. Ne, hier lassen wir das Visier drauf, das passt schon. Größeres Magazin ist immer gut. So, warte mal hier jetzt.
Ach, guck mal, hier haben wir die Grunddinger. Cool. Sehr geil. Zack. Oh, mit Lasern? Ja, ich brauche keinen Laser, oder? Nö, lass mal ruhig den Stoff drauf. Bist du noch hier? Ja, ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, wo ich die jetzt dann umstellen kann. Hier unten kann man es umstellen. Einfach mal gucken. Auch stark. Dann können wir jetzt mal gucken, was die Muni sagt. Okay, das ist Pistole, brauchen wir eh nicht. Und dann können wir eh noch zünden hier. Ja, Respekt. Brandmuni. 40-40, okay. Können wir noch mal einmal Filter machen. Das war's. Sau stark. Auf geht's, ab geht's. Ich wollte halt gucken. Da ist doch. Ich glaube, wir hatten schon einen Auftrag gekriegt. Finde raus, was mit dem Wagen geschehen ist, der die Aurora verfolgt hatte. Genau, wie gesagt, uns hat da halt so ein Auto. Kam uns entgegen. Wo wir hier reingefahren sind in die Wüste. Und natürlich müssen wir da mal wieder. Alter, was ist denn mit dir los? Ich dachte, das wäre normales. Nicht jetzt verarschen, Junge. Ich dachte, das wäre normales Fern. Oh, Gott, ich komme nicht mehr durch, oder was? Alter Belly. Mann, ey. Weil ich das nur an diesem komischen Ding jetzt, den wir drauf gemacht haben, ja. Nochmal einen roten Laser drauf. Warum man da drin noch keine Waffe nehmen? Ne, das macht immer so. Was ist das denn für ein Scheiß? Ja, für eine Nacht natürlich sehr geil, aber ihr seht, für einen Tag, ja. Na gut, wir könnten für einen Tag halt den Laser nutzen, aber. Scheiße. Ja, ich weiß, verkehrt das. Ist doch gut, Junge. Ist doch gut. Wollen wir mal gucken, ob ich das hier auch an- und abbauen kann. Kann ich? Aussieht. Ja. Gut. Immer so unterwegs tauschen ist jetzt nicht das Problem. So, ich weiß nicht, was mit den Viechern ist hier, ob die mich angreifen oder was. Nein, ja. Nur lieber auf Nummer sicher gehen. Ich hätte natürlich hier vorne erstmal looten können, das Haus. Überall diese Viecher hier. Ich habe sie nur
eine Schlange an. Das ist ja wieder das Richtige für mich hier mit den Schatten, wo die Viecher über mir rumfliegen, ey. Junge, Junge. Sind die auch gar nicht schnell. Und diese Kackviecher sind überall, ne? Ja, jetzt haben wir natürlich keinen Lootfinder mehr, aber wie gesagt, das Piepen, das geht mir so um den Sack. Ich hab's gemerkt, ey. Und ich meine, ich kann da nochmal antesten. Später mal, ob da noch immer dann rumpiept oder ob man das vielleicht ausstellen kann. Aber aktuell lassen wir das erstmal. Hast du mich echt angespuckt oder was? War das ein komischen Typen da auf dem Mord, da ist er. Noch einer da hinten. Ja, wie gesagt, auch jetzt hier das Wüstenbiom ist schon echt fett, ey. Schon echt geil gemacht. Ja, ich hab dich vorhin schon gesehen, Junge. Jetzt ist wahrscheinlich schwieriger zu töten werden, ne? Ach, ganz souverän in die Birne. Alter, was ist denn jetzt los hier? Ein Magazin oder was? Der Junge ist gut. Ja, es war gerade extrem ruckelig. Ich konnte nicht richtig anvisieren. Fragt mich nicht wieso, Leute. Schön ist ja, dass wir für die Knarre die... Man sollte mal alles nachladen hier. So, die Knarre ja die Muni so herstellen können, ist ja das. Also Nummer 3. Nimm die mal eben weg. Komm, Junge, was ist los? Ah, genau, dann zieht er seinen scheiß Schädel hoch oder was? Krasse, vom Krieg. Noch einer hier oder was? Sollen wir die Waffe wechseln? Doch, das wäre wieder so ein safer Raum hier, weißt du? Aber anscheinend nicht. Was ist mit dir los? Wieso kann ich dich nicht looten, wenn du hier hockst? Tot ist er aber. Was ist das denn? Geil. Aber was nehme ich dafür weg? Weiß auch nicht, wenn ich es jetzt... Ich könnte es ja mal so rummachen. Das ist doch bestimmt so ein MG-Gedöns, oder? Jetzt zeige ich mir jetzt hier die Explomoon an, oder? Ein Schuss. Ich muss mal eben. Okay, das soll wohl eine Sniper sein, oder? Vom Sound her. Habe ich aber eh keine Muni, aber ich sollte sie ja jetzt gelernt haben, wenn ich es einmal aufgenommen habe. Hoffe ich zumindest. Ja, jetzt muss ich so ein bisschen diese Lootplätze hier ein bisschen selber suchen.
Beauty. Ich wollte mal eben ganz kurz gucken. Kann ich das auch unterwegs machen? Ich denke nicht. Nee, unterwegs fehlt das jetzt nicht. Was aber auch in Ordnung ist. Also, alles gut. So. So, und nochmal eben hier Muni nachmachen. Haben wir jetzt ein bisschen was eingesammelt. Perfekt. Na, eigentlich sollte ich da nochmal zurückgehen und auch looten, oder? Dann können wir auf dem Rückweg auch looten. So ein bisschen Mad Max-Style jetzt hier. Ist schon ziemlich geil, ey. Okay. Das ist sogar original Mad Max-Style. Geil. Geil, geil, geil. Natürlich komme ich da nicht durch. Gut. Wollte eigentlich sneaky sein. So viel dazu. Oh, wie viele? Krass, ey. Also die Grafik ist echt der Hammer. Auch hier mit dem Boot jetzt und so. Sehr geil. Jetzt kommt der Sturm, Alter. Ja, gute Frage, wo ich hin soll, ey. Und? Basis, bitte komm! Ja, geh doch da rüber, Alter, was ist denn los mit dir? Zug, ein verdammter Zug ist eingetroffen! Habt ihr gehört? Alter, wo? Mich verarschen oder was, ey? Ja, ich weiß, dass ich noch einer am Arsch habe. Ich steht halt überall einer. Junge, Junge. Krass, 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 krass. Oh, ich muss genau dahin. Das ist doch keine richtige Stadt, das ist ja nur ein Gebäude, ey. Gut, auf jeden Fall müssen wir nicht freundlich sein, ne, wie wir gehört haben. Gehen hier auf Eier mit den Filtern. Aber hier sind doch nur so Viecher, hier ist doch gar nichts.
Oh mein Gott. Da ist nichts. Hier sind nur diese Kackviecher hier. Keine Ahnung, was ich hier soll. Hau ab. Den Wagen könnte man sich halt angucken. Alter, wie ist denn überhaupt unser Auftrag? Irgendein Grund ist das Auto in das Dorf gefahren. Ich muss diese Leute. Ja, aber das war nicht noch. Alter, geh mir nicht auf den Sack, ey. Das Auto war das eigentlich nicht, aber. Ja, genau, jetzt kommen natürlich noch andere Viecher. Schott, die Moon ist auch gleich alle. Filter ziehe ich auch gerade alle leer, was mich richtig ankotzt. Na, hier brauche ich ja gar nicht erst hin, hier steht ja wieder hinter jeder Wand so ein Idiot rum. Ja, kannst du knicken ohne Maske. Ja, ja, ist gut, Junge, auf zu heulen. Alter, was denn? Verarschen oder was? Mein Gott, ey. Was fickt mich denn hier die ganze Zeit? Wenn nichts da ist, Alter. Muss doch mal irgendeinen Raum geben, wo ich hin kann. Sonst muss ich zurück zum Zug rennen. Was soll ich jetzt hier in dem Sturm rumirren? Das bringt ja gar nichts. Kompletter Schwachsinn hier gerade alles. Oh ja, ja, ja. Da ist mal 2 Minuten gelaufen. Da ist er gleich on air hier. Krass. Ja, hier ist halt nichts. Ich bräuchte halt irgendwie so ein Ding, wo ich, ich weiß noch nicht mehr, wo ich gerade rumrenne. Ich weiß nicht mehr, wo unser Zug ist. Das ist Vollsprint. Alter Belli, ey. Nehmen wir nicht auf den Sack, ey. Ja, sowas hasse ich, Leute. Sowas hasse ich. Wenn ich weiß, was hier Phase ist. Mann, Mann, Mann. Ich hätte halt irgendwie so einen Raum haben müssen, wo so ein Bett ist. Da hätten wir immer knacken können, bis der Sturm vorbei ist. Aber wenn mir nicht alles toll, ja, jetzt kommen hier wieder 20.000 Viecher. Jetzt haben wir nicht alles täuscht, müsste da irgendwo der Zug gleich kommen. Ja, ja, ist klar, Alter. Ja, da hinten ist der Zug. Keine Filter mehr. Geil, ne? Zwei Milliarden Filter. Für die Katze ausgegeben. Jetzt stirbst du noch kurz vorm Zug hier. Pass mal auf. Alter, hör doch auf, es ist ein Sandsturm, Alter. Bind dir ein Tuch um und halt die Fresse, ey. Was ist denn los mit ihm, Alter? Guckt euch das an. Wie ich es euch gesagt habe, jetzt kann ich spawn ich gleich wieder irgendwo da in den Prärie, Alter. Leute, Leute, in diesem Sinne, ne? Haut rein, bis zur nächsten Folge. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, alles andere in die Kommentare. Bis dann, ciao!